Boah, wieder diese chillige Musik, ne? Ja, tut mir leid, ich habe halt immer noch die Hip-Hop-Playlist drin, weil mir die so übelst gefällt und, weil noch niemand geschrieben hat, was er denn so hören möchte, ne? Ob House oder Dubstep oder Techno oder Rock oder was haben wir denn noch? R&B haben wir, glaube ich, auch noch ein bisschen. Auf jeden Fall ist diese Playlist die chilligste von allen, ey. Gerade mal die Eier schaukeln lassen, Alter. Gerade mal den Wind durch die Hose wehen. Ist ja ganz schön, ne? Im Sommer vor allem. Da hat man es ja immer bitter nötig, dass mal ein Lüftchen, ein laues Lüftchen an das Gemächt kommt, ne? So, ja gut, hier haben wir aber nicht mehr viel. Leider keine Skelette. Naja, draußen ist ja wieder dunkel, wie ich das gerade so sehe. Und da gibt's bestimmt irgendwelche Skelette. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht in unserem Häuschen, denn sonst haben wir ein Problemchen. Oh nee, mein Schwert ist kaputt. Ach, oh, genau, ja. So. Oh nee, ja genau, ne. Auf meinem Haus ist ein Creeper. Das geht ja mal so überhaupt nicht, Kumpel. Schaffe ich das, mich da reinzuschleichen, ohne dass der was merkt? Und mir hier das Ganze wegbläht dann? Hui! Alter Schwede. Ah, nee, den Ofen mache ich ja mal hier hin irgendwo. So, vielleicht hier. Und dann mal so die Kohle reinbashen, damit wir was haben. Oh, oh, cheer. Oh. Ne, voll chill. Chill Pill. Jetzt machen wir uns direkt mal ein Eisenschwert, ne? Weil ich hab den Kasper hier Flaute. Ich brauch das nicht mehr. So, boah, das Holz haben wir ja mal übelst verbraucht hier, ne? Wegen dem scheiß Häusel. So. Jetzt direkt mal ein Eisenschwert. Ne, den Knochen, den nehmen wir mit. Für den Hundi. Und sonst haben wir, glaube ich, alles, ne? So, hier noch zwei, drei Sachen reinhauen. Und ja, doch, ich würde sagen, wir haben's. Hamas! Vamos! A la playa! Wo sind die Creeper hin, ne? Wo sind die hin? Ah, da hinten. Gut. Haben wir hier noch irgendwo Skelette? Da vorne. Oh, und ich habe Dingens nicht mehr drin. Wow, fuck. WTF. Hui. Da hatte ich jetzt aber mal Glück gehabt, ey. Vor allem auch, dass der mir auch nicht das Haus weggebasht hat, ne? Wie heißt es? Optifine. Genau, das vermisse ich nämlich so ein bisschen mit der Zoom-Funktion von Minecraft. Das war immer so übelst nice, ne? Dann konntest du über irgendwie 1000 Meter konntest du die Viecher beobachten und so. Kaum hast du es nicht mehr, schleicht sich ein Creeper hinter dir an, ey. So, bam, bitch. Ja, ich bin ja auch ziemlich aufgeregt, weil es ja anscheinend ganz viele neue Tränke geben soll. Es soll ja die Funktion geben, Bücher selber schreiben zu können. Und nicht nur als Mod, sondern jetzt echt in Minecraft. Und noch ganz viele andere Sachen, die ich cool finde. Auch so Waffen verzaubern und so kennen wir ja alle bereits, aber habe ich noch nie gemacht in einem Let's Play. Von daher viele neue Sachen, viele schöne Änderungen. So, und jetzt nichts wie ab zu meinem Hundi. Ob der wohl noch lebt? Ja, ich hoffe es doch. Und ich hoffe, dass mir nicht wieder irgendwie so ein Viech nachwatschelt, ey, ganz ehrlich. Och! Ja, jetzt sind da überall Skelette. Naja, gut, dann kann ich die ja mal gerade alle wegwaschen. Dann haben wir ein bisschen Knochen und so für die Zukunft. Ist ja immer gut, wenn man Knochen hat, ne? Ohne Knochen lässt sich nicht so gut leben. Da ist man immer so ein bisschen schlaff, oder? Das kennt er doch bestimmt alle, ey. Boah, Alter, verpiss dich mal. Oh, Mann. Und natürlich hatte ich kein Bett. Super. jetzt muss ich gerade mal gucken, wo bin ich denn überhaupt hier langgelaufen, ey, Alter. Das geht ja gar nicht. Bin ich hier rein? Nee. Bin noch auf dem Berg rauf oder so, ne?
Zum Glück war ich da noch nicht so weit weg. In welche Richtung war das? Da hinten? Ich sehe da Licht. Ein Lichtlein brennt, ein Lichtlein brennt. Das ist der kleine Wicht, der rennt. Alter, stellt euch mal vor, ich würde das nicht mehr finden hier, ey. Das würde ich nie mal packen. Oh, das ist nur Lava. Ja gut, aber hier sind wir auch vorbeigekommen, wenn ich mich gerade so richtig erinnern kann. Aber wo war das denn? Muss ich mich mal so ein bisschen hier raufbuddeln oder so, ne? Ja komm, verpisst euch doch jetzt, Mann. Was wollt ihr denn von mir? Ganz ehrlich. Na, ne. Und natürlich sind meine Knochen jetzt alle noch da, ne? Ja, komm, stirb, stirb, mach mich tot. Komm, los. So, ach, man spawnt immer anderswo. Das ist ja mal kacke. Ja gut, auf jeden Fall weiß ich, dass das Ding hier noch war. Ich könnte jetzt aber nicht sagen, wo ich dann hingerannt bin. Ob es dahin ist oder hier in diese Richtung. Also da ganz sicher nicht, weil da ist Eis, das weiß ich. Na, ich werde jetzt einfach mal hier so durch die Lande zetteln, ne? Ey, renn doch mal bitte hier, was läuft denn mit dir, Alter? Kann ja nicht mehr rennen seit neuestem, oder was? Au! Hä, kann das sein, dass ich hier lang bin? Sonst muss ich halt kurz in der Aufnahme schauen. Aber ich möchte jetzt eigentlich gar nicht unterbrechen hier. Muss ich sowieso mal auf die Uhr gucken, Alter. Wie lange ich denn jetzt schon wieder aufnehme. Ah, da vorne ist es ja. Schön. Ach, erst 11 Minuten. Super, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann habe ich gar nicht so viel Zeit verloren jetzt hier. So, wo sind jetzt meine Sachen hier? Ach, da vorne liegen sie alle, ey. Boah, Alter. Jetzt bin ich froh, ey, ne? Wäre ja voll übel gewesen hier. Wäre ich fast mal ausgerastet. So, wie viele Knochen haben wir? Einen? WTF? Ach, hier unten. Gut, dann bin ich zufrieden. Was machst du da? Hallo? Ich will meine EP wieder. Hä? WTF? Naja, gut. Wenigstens haben wir unser Zeug wieder, ne? Unser Schinken und so. Was wir verloren haben. So. Der Hundi ist hoffentlich auch noch da. Wunderbar. Ja, komm. Yes, super. Jetzt darfst du raus hier. Komm. Ja gut, da kannst du dich ja eh porten. Ist ja also auch scheißegal. Aber das mit den EP ist echt strange. Die fliegen jetzt einfach so ein bisschen hier rum, ne? So, jetzt sind wir Jack Sparrow und haben einen Hundi. Und das schon in der zweiten Folge. Das ist doch mal nice. So, haben wir hier noch nicht noch Hunde gesehen oder so irgendwo? Irgendwo rum? Irgendso? Keine Ahnung. Scheint wohl nicht so. Die sind alle weg. Ne, da unten ist noch einer. Da unten ist einer. Ich hoffe, die KI ist intelligenter momentan, weil sonst stürzt sich der Hund wieder hier zu Tode, wenn er dann Berg runter klettert. Hallo! Unser zweites Hundi. So, jetzt müssen wir nur noch einmal so machen, damit wir hier kein Schwert und so Was? Du greifst es nicht an. Ach doch, ich dachte schon, ey. Jetzt müssen wir ja die Schwertdingens nicht mehr verschwenden, wenn die Hunde die Kühe jetzt jagen, ne? Und die können ja auch rennen, die Kühe. Seit neuestem. Was ist das denn da oben? Noch ein Hund? Noch zwei Hunde. Ja, komm mal her, Kleiner. Ne, bleh. Vier Knochen, ne? Ja, ja, passt schon. Oh, eine Sumpflandschaft. Und da vorne gibt es ein paar Kühe. Sehr interessant das alles. Also ihr könnt euch ja mal schon ein Bild machen, wo wir denn ungefähr so sind. Und in welche Richtung ihr dann aufbrechen wollt. Oder ob ihr überhaupt aufbrechen wollt. Ob ihr hier bleiben wollt oder was auch immer. Ist mir ja vollkommen Schnuppe. Ich richte mich da, wie ich im ersten Part erwähnt habe, hundertprozentig an euch. So.
Boah, Alter, der Jack ist so hässlich, ne? Dann klatschen wir dem mal direkt so einen Kürbis über den Kopf. Nee, so sieht man nicht wirklich viel. So. Und da sind wir auch schon wieder mit zwei Hundis zurück. Ja, einen ziemlich guten Start haben wir hingelegt, ne? Also, ich muss doch gerade mal sagen. Das Einzige, was uns noch fehlt, ist ein Bettchen. Was? Wir haben einen Bogen? WTF? Seit wann spawnen Skelette spawnen Bogen neuerdings? Das ist ja mal genial. Voll genial, ey. Richtig geil. Gut. Schafe haben wir noch keine gesehen, ne? Ja, dann würde ich vorschlagen, den Rest, beziehungsweise die letzten 5 Minuten werden wir noch ein paar Schafe killen gehen, ne? Damit wir hier ein kleines bisschen ein Bett craften könnten. Ja? Och, Fleisch muss ich auch mitnehmen, ne? Sonst verhungere ich dann noch. Oh, wie passend. Zwei Hundis gefangen und gleich kommt auch schon Underdog, ne? There's two dogs on our team. One time for the underdog. So, jetzt geht's aber los. Wo sind denn hier jetzt die Schäfchen? Die halten wohl ein Schäferstündchen. Oh Mann. Also alles, was ich sehe, sind Schweine. Also Männer. Lauter Männer hier auf der Insel. Los, Hundis! Ja, die Hundis könnt ihr ja auch wieder benennen, ne? Ihr kennt's ja, ihr kennt das Ganze ja, so mit dem Scheiß und so. Der eine heißt Fifi und der andere heißt Flunky und dann fiedeln die immer ein bisschen rum. Noch ein paar Höhlen haben wir hier, ja, ziemlich interessant. Oh, ich habe nicht mal eine Spitzhacke mitgenommen, falls ich hier was finde, ne? So voll den Diamant an der Oberfläche oder so und nicht so, oh nein! Naja, gut. Schäfchen! Naja, gut, ich darf nur nicht die Richtung verlieren dann. Ach, hier komme ich zurück, wo ich war. Nee, das will ich nicht. Ich will in eine neue Richtung. Aber wenn wir ja schon hier sind, können wir das Schwert gleich mal auspacken. Und den Schwein. Boah, Alter. Nee, ne? Ihr seht euch mal die Schweine an hier. Ganz ehrlich. Ey, schaut mal, wie viele Schweine das sind eben. Au. Gratis Fleisch. Umsonst. Ja, umsonst. Gratis, ne? Kennt ihr ja. So. Naja, wir finden wohl keine Schafe, dafür noch ein bisschen Fleisch. Können wir hier einfach mal auf alle draufkloppen? Dann verteilen sich die Hunde und töten alle? Nee, also nur die letzten. Naja, auch egal. So, jetzt haben wir schon wieder ein bisschen Fleisch gefarmt, Alter. Boah, also wir werden ganz bestimmt nicht hungrig werden in diesem Let's Play. Also die nächsten 100 Folgen, da sind wir locker mal versorgt, ne? So. Aber ein Schaf sehe ich nicht, ey. Ganz ehrlich, so bei allem beim besten Willen. Nur Schweine, nur Pink, ne? Rosa. Rosa, sorry. Für alle Farbfetischisten, ne? Hey, rosa und pink sind ganz unterschiedliche Sachen. Ja, ja, schon gut. So, kann es sein, dass Notch irgendwie beschlossen hat, dass Schafe nur noch irgendwie in der Wüste oder im Dschungel spawnen oder so? Weil dann hätte ich ja mal übelst was verpasst hier. Weil da hätte ich keine Ahnung, wo ich suchen soll, ey, ganz ehrlich. Schau mal hier. Wölfe. Alles findet man, ey. Wölfe, dann da hinten Kühe und so. Schweine im Überfluss. Aber Schafe habe ich noch kein einziges gesehen. Naja, dann jagen wir halt noch ein bisschen Kühe. Ist immer gut, wenn wir verschiedene Sachen haben. Verschiedene Fleischarten, ne? Oh, da unten ist dunkel, da gehe ich nicht hin. Noch nicht.
Boah, Alter, da ist noch ein Hund. Und hier sind noch Kühe. Boah. Muss ich ja mal ein bisschen Mobs auslöschen, ne? Damit neue generieren können. Vielleicht ist da das eine oder andere Schaf dabei. Naja, naja. Och, ein Creeper. Was machst du denn da? Mitten am Tag. Sterben. Ha. Gotcha, bitch. So, ein bisschen Leder haben wir auch noch abgegriffen. Einfach so, damit wir uns irgendwann eine Rüstung machen können oder so. Andernfalls. Obwohl man ja schneller an Eisen kommt als an Leder. Also muss ja mal gesagt sein hier. Also wir haben ja schon viel mehr Eisen wie Leder. Was machen die denn da drin, ey? Massen sterben. Nirgends. Nirgends, ne? Ein Schaf. Aber echt nirgends. Gar nicht. Dafür laufen wir hier amok im Wald. Und sacken ein bisschen was ein. Schade, kann ich nicht mehr in die Weite schauen mit Optifine und so. Das war immer ganz genial, wenn man da so irgendwie was sehen konnte. Aber naja, dann nicht, ne? In diese Richtung müssen wir. Von da kamen wir, wie auch immer. So. Alter, wie viele Kühe wir hier abschlachten, ne? Das ist voll nicht mehr normal, ey. Naja, och, jetzt ist unser Schwert kaputt gegangen, ey, Alter. Das gibt's doch nicht. Naja, gut. Ich würde sagen, da sich ja die Sonne auch schon wieder hinter dem Firmament verstecken will, da gehen wir einfach mal in unser Häusel rein und beenden die Aufnahme für heute, denn ich habe schon wieder 2 Minuten überzogen, aber das nur aus Liebe zu euch, ne? Da. Meine 2 Hunde ist im Schlepptau mit wedelnden Schwänzchen und, tja, somit wünsche ich euch noch einen schönen Tag, liebe Leute, und bis zum nächsten Mal, euer Sephiron.